Ja, willkommen zu einem neuen Video. Ein bisschen was gibt's zu besprechen. Dann würde ich mal sagen, damit es nicht zu lang dauert, fangen wir gleich einmal an. Legen wir los. Ja, fangen wir an mit der Vorstellung des nächsten Laufes, nachdem ich ja das letzte Mal schon im Wiener City Marathon weil ich ja kurz vorgestellt hat, viel vorstellen braucht man ja dann nicht, geht es zum nächsten großen Lauf. Das wäre im Rahmen des Innsbruck Alpine Trail Running Festivals und zwar der 25K. Der geht von Matters nach Innsbruck. Ich war ja letztes Jahr 2022 im Mai schon in Innsbruck und bin dort den 10 Kilometer gelaufen, den Rookie Trail Run. Der war nett, es war nass und ja, war angenehm. Ich verlinke in der Beschreibung ein YouTube-Video, wo man eine 3D-Ansicht der Strecke sieht. Besonders wird sein, er geht nur 800 Höhenmeter hinauf, aber 1200 Höhenmeter hinunter. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir diese 3D-Strecke angeschaut und mir ist eigentlich gleich einmal schlecht geworden. Aber wenn man das Höhenprofil anschaut, das schmeiße ich da einer. Überhaupt der Schluss wird nett, glaube ich. Ich habe mir heute schon neue Schuhe besorgt, weil dort relativ viel, glaube ich, auch auf harten Untergrund entlang geht. Jetzt brauche ich mehr oder weniger einen Schuh, der beides kann. Gelände und Asphalt, aber zu dem Punkt kommen wir etwas später. Ja, was wäre dort besonders? Ich hoffe, dass das Wetter passt. Ich habe mir die Cut-Off-Zeiten noch nicht angeschaut, aber es ist, glaube ich, machbar. Versorgungspunkte gibt es 3, das müsste reichen. Ich habe mir heute auch schon einen neuen, den neuen zukünftigen Trailrunning, die Weste angeschaut. Ja, ich glaube, es wird eine 10 Liter oder 12 Liter Weste werden. Ist ja ziemlich alles erfüllt, was ich brauche. Viele Taschen, die Möglichkeit einer Trinkblase im schlimmsten Fall. Ein bisschen mehr Stauraum, einige kleinere Taschen. Schaut nicht so schlecht aus, sage ich einmal. Ja, Anfang Mai, Innsbruck, Trail Running Festival. Es gibt noch Plätze, soweit ich weiß. Kann man gleich einmal nachschauen. Wobei, glaube ich, das nächste Kontingent auch schon erschöpft ist und man den nächsten Preissprung schon gehabt hat. Schauen wir mal nach. Anmelden. Oh ja. Oh ja. Also, eigentlich wäre gedacht, der eine Preissprung, glaube ich, bis Ende des Jahres, der ist ausverkauft. Das heißt, wir haben bis jetzt auf jeden Fall 2000 Teilnehmer. Wir sind jetzt beim Normalbucher, beim Normalpreis. Der K25 schlägt da schon mit 49 Euro zu Buche, was jetzt auch nicht so viel ist. Der kostet maximal 64 als Last Minute. Finde jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich denke, was der Halbmarathon in Wien kostet. Und vom Flair her und von den Leuten her ist Trail Run da angenehmer. Sag ich mal. Das heißt, wenn ich mir das so durchrechnet, haben wir. Moment, da sind es 2600 Teilnehmer. Ja, das ist gerade okay. Es verteilt sich ja dann auf mehrere Strecken. Und somit, ja, schaut es euch an. Es gibt sicher ein paar YouTube-Videos. Es wird hart werden, es wird schwer werden, es wird lang werden, es wird wehtun. Und
wenn man im Ziel ist, macht es Spaß. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zum nächsten Thema. Ja, kommen wir zu einer kurzen Monatszusammenfassung vom November. Kilometermäßig konnte ich leider nicht an den Oktober anschließen. Im November waren es nur 82. Ist leider auch dem geschuldet, dass ich da zwei relativ faule Wochen drinnen gehabt habe. Aus den verschiedensten Gründen, beruflich, privat, nicht so viel Zeit. Ja, ich weiß, Zeit nimmt man sich, Zeit hat man nicht. Das Wetter, ja, ich weiß, es gibt kein schlechtes Wetter, eine unpassende Kleidung, aber man muss sich mal an die kalten Temperaturen gewöhnen. Gibt grundsätzlich kein Problem damit, wenn es ein bisschen kühler ist, aber wenn du dann aufstehst und du hast dann minus 2, minus 3 Grad, muss ich erst wieder lernen, was ich da am besten anziehe. Ich habe das erste Mal die Winterlaufsachen heraus gehabt und muss ehrlich sagen, das war mir etwas zu warm. Muss ich ehrlich sagen. Ich meine, er sagt zwar an, da steht nur 2 Grad, es war weniger, es war definitiv weniger als 2 Grad. Aber sei es wie es sei, ansonsten bin ich relativ zufrieden. Es geht wieder los mit dem Krafttraining. Endlich hat das Gym offen. Ich war auch schon einmal und habe mir gleich einmal einen ganz ordentlichen Muskelkater in der Brust zugezogen. Habe jetzt meinen Plan zusammengestellt, wo ich sagen kann, ich kann zweimal in der Woche ins Gym gehen. Mit einem mehr oder weniger einem Push-Pull-Plan. Der Rest wird dem Laufen gehören. Macht es natürlich auch wetterabhängig. Das heißt, wenn kein Laufwetter ist, dann gehe ich halt pumpen. So ist der Plan aufgebaut. Zwecks der Pausen. Ja, weiß nicht, was war diese Woche, dieses Monat sonst noch? Ja, Anfang des Monats eine kurze Laufveranstaltung. Aber das war jetzt, ja, das war einfach nur just for fun. Was wird mich dann im Dezember erwarten? Im Dezember versuche ich dann tatsächlich die Kilometer vom Oktober wieder zu übertreffen. Ich muss auf meine 100, 130, 140 Monatskilometer kommen. Ich muss dorthin kommen. Ich brauche Tempoeinheiten. Ich brauche Dehnungsübungen. Ich brauche Mobility-Übungen. Sonst wird das böse im Frühjahr. Ansonsten, ja, muss ich zufrieden sein. Außerdem hat mich meine bessere Hälfte herausgefordert. Die Gemeinde hat, sie hängt mir in Innsbruck ab. Werden wir schauen, ob du das schaffst. Die Distanz, du bist das erst einmal gerannt, ich schon öfter. Und ja, Weihnachten steht vor der Tür. Der Adventlauf vom HSV Marathon Wiener Neustadt, also nicht vom HSV Marathon Wiener Neustadt, muss mich gleich einmal berichtigen, gibt in Wiener Neustadt einen Adventlauf für einen wohltätigen Zweck, wo man gewisse Punkte anläuft, Institutionen anläuft, Geschenke übergibt, Friedenslicht übergibt, und der HSV Marathon Wiener Neustadt stellt quasi die Begleitläufer für die verschiedenen Strecken. Wie kann es anders sein? Ich darf bei den Langsamen mit, die für mich wahrscheinlich auch schon sehr schnell unterwegs sind. Aber wir werden schauen. Ansonsten, ja, würde ich sagen, gehen wir gleich mal zum nächsten Thema, dass das Video tatsächlich nicht zu lang wird. Und ja, gehen wir so. Ja, last but not least, meine neuen Schuhe, die ich vorher schon kurz angeteasert habe, die nennen sich doch glatt Asics Gel Trabuco.
Nicht wundern, ich habe mir da schon eine Schnellschnürung besorgt und montiert. Das wäre das Profil. Ja, soll eigentlich so gut wie alles schlucken können, sprich Gelände, auch Asphalt, auch lange Distanzen. Ich habe mir heute schon einige Testberichte angeschaut. Und ja, ich habe mir drei verschiedene Schuhe angeschaut, einen von Hoka, einen von Salomon und eben diesen hier. Warum es der geworden ist, der hat einfach am besten gepasst. Der Hoka, ich habe ja einen Hoka-Schuh für die Straße, war mir eine Spur zu eng im Mittelfuß. Das taugt mir nicht. Der Salomon war dann schon ein bisschen weiter. Er hat sich auch nicht schlecht angefühlt. War halt auch eine durchaus eine Option gewesen. Aber der hat einfach am besten gepasst. Muss man dazu sagen. Das ist zwar jetzt die Gore-Tex-Variante. Ich bin eigentlich kein Freund von Gore-Tex. Einfach aus dem Grund, weil, ja, es geht nur sehr wenig rein. Das habe ich bei meinen anderen Schuhen schon gemerkt. Aber ich habe dann immer die Panik, wenn ich viel schwitze, und ich schwitze relativ viel, dass auch nur sehr wenig wieder rausgeht. Leider hat es den in meiner Größe, also die am besten gepasst hat, leider nur eben in der Gore-Tex-Variante gegeben. Darum ist es dann der geworden. Habe den natürlich wie immer oder wie 95% meiner Schuhe im Wiener Neustadt gekauft, beim Laufsport Mangold natürlich. Das Geschäft meines Vertrauens, wo ich einen Großteil kaufe meiner Ausrüstung, also zumindest was die Schuhe anbelangt. Selten, dass ich woanders kaufe, da muss man wirklich schon ein sehr gutes Angebot unterkommen. Und ja, würde ich sagen, das war's fürs Erste. Wünsche, Anregungen, Beschwerden an diese Stelle. Und bleibt mir gewogen. Ich weiß, es war relativ kurz und knapp und nicht sehr viele Infos. Das nächste Mal wird es vielleicht besser. Schauen wir mal. Es tut sich halt momentan nicht sehr viel. Auch vom Vereinstraining her ist es nur sehr wenig Zeit, dass ich da wirklich hingehe. Ich versuche es das nächste Mal wieder. Da habe ich dann hoffentlich ein bisschen mehr Zeit. Erstens komme ich da aus dem Homeoffice am Mittwoch und am nächsten Tag ist ein Feiertag. Oder? Ja. Na, Blödsinn. Kein Feiertag. Da bin ich Mittwoch, Donnerstag Homeoffice. Freitag ist der Feiertag. Entschuldigung. Der Adventlauf und ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und wir sehen uns demnächst wieder in diesem Theater. Ob nächste Woche oder übernächste Woche, kann ich nicht sagen. Merkt ihr, ich kann nicht jede Woche ein Video machen. Geht sich zeitlich leider oft nicht aus. Wer sowas schon mal gemacht hat, weiß, wie aufwendig das sein kann. Und ich will euch nicht jede Woche dasselbe erzählen. Es wird kleine Anpassungen geben bei meinem Training. Dazu kommen wir aber beim nächsten Video dazu. Warum, wieso, weshalb und ja, Hintergründe und bla 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 und alles, was dazugehört. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns, wenn es dann wieder heißt, der Runde rollt.